Vielen Dank und ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Genau, ich würde ein bisschen was über MapProxy, über neue Funktionen von MapProxy erzählen, aber auch von alten Funktionen. Ich wollte nicht nur, ich wollte es quasi ein bisschen auflockern und möglichst praxisorientiert gestalten. Ganz kurz über mich, ich bin Oliver Tonhofer, Mitgründer und Geschäftsführer von der Firma Omniscale aus Oldenburg im Norden von Deutschland. Wir machen sehr viel Open-Source-Entwicklung, kleinseitig, aber auch serverseitig, haben unter anderem MapProxy und Impossum entwickelt und leisten da Support und Workshops etc. Und wir betreiben auch OpenStreetMap-Kartendienste. Ganz vorweg noch einmal eine Frage, MapProxy in der Praxis. Wer von Ihnen kennt MapProxy? Sicherlich schon, ja, sind die meisten, das ist sehr schön. Wer von Ihnen nutzt MapProxy oder hat schon mal damit gearbeitet, installiert? Okay, wunderbar. Kurz zum Inhalt. Ich würde ein bisschen über mobile Anwendung eingehen. Schönes Beispiel zeigen, was man damit MapProxy machen kann. Ein paar Beispiele, wie man mit bestehenden Kacheln arbeiten kann. Nachträglich Bildbearbeitung würde ich was erzählen. Ich gehe kurz auf das Absichern von Diensten ein und auf effizientes Seeding. Genau, fange ich an mit mobilen Anwendungen. Da ist in der Regel so, MapProxy liefert Kartenbilder aus, man hat Rasterbilder und da ist es so, dass ein Bildpixel in der Regel auf dem Display auch als ein Pixel dargestellt wird. Und das war bis vor ein paar Jahren war das auch auf mobilen Endgeräten so, ein Bildpixel war ein Displaypixel. Und dann kam aber vor einigen Jahren jetzt schon Smartphones auf den Markt, die deutlich höhere Auflösung haben. Bei Apple heißt es Retina-Display, andere nennen das HQ-Display, High-Quality oder High-DPI-Display. Und da ist es so, wenn man da das beibehalten würde, ein Bildpixel ist ein Display-Pixel, dann würden die Bilder sehr klein dargestellt werden. Deshalb ist es so, dass die Hersteller von so einem Webbrowser, wenn die ein Bild darstellen, dass sie das Bild im Normalfall doppelt so groß darstellen. Das heißt, ein Bildpixel wird auf zwei Display-Pixeln typischerweise dargestellt. Hat den Nachteil, dass man die Schärfe von diesem Display dann nicht mehr hat. Und da gibt es aber eine Lösung, in der man nämlich einfach die Bilder größer erzeugt. Das heißt, statt eine Kachel mit 256 Pixeln zu zeichnen, würde man eine Kachel mit 512 Pixeln zeichnen und die dann entsprechend darstellen. Und da muss man dann einfach nur darauf achten, dass man auch Beschriftung etc. soweit vergrößert. Und dann bekommt man im Endeffekt dann ein schärferes Schriftbild auch auf mobilen Endgeräten da. Wie sieht das dann in MapProxy aus? Man braucht erstmal eine Quelle, die man so konfiguriert, dass man dass diese Beschriftung größer dargestellt werden, dass Linien breiter dargestellt werden etc. Bei einer MapNIC-Quelle sieht das so aus, dass es da einen Scale-Faktor gibt. Der ist jetzt neu mit MapProxy 1.8.0. Da kann man diesen Wert setzen. Beim Map-Server, da kann man das einfach als Parameter an der URL mit angeben. Das kann man über die Map-Resolution machen. Das muss dann quasi in dem Fall der zweifache Wert von der Dev-Resolution sein, wie das im Map-File drin steht. Das sind typischerweise dann 72 dpi, deshalb der doppelte Wert 144. Bei anderen Servern muss man gucken, da gibt es gegebenenfalls auch Optionen, um es automatisch diese Schriften größer zu machen. Im Zweifel musste man ein neues Styling erzeugen. Nächster Schritt wäre dann, dass man für diese mobilen Kacheln sich ein eigenes Gitter nochmal anlegt, was dann doppelt so große Kachelgröße hat. Die Resolution, die passt man dann entsprechend an, dass die gleiche Kachel den gleichen Ausschnitt beinhaltet. Also wenn man jetzt Webmercator-Kacheln betrachtet, die Kachel 000, die ist dann für das neue Gitter doppelt so groß, beinhaltet aber auch komplett den gleichen Ausschnitt, die komplette Welt. Dann erzeugen wir uns zwei Caches in dem Fall. Ein, der das neue Gitter beinhaltet und auf die hoch aufgelöste Quelle zugreift.
Und dann war es früher so, da hätte man zwei Layer erzeugen müssen. Einmal für den Cache, für den Standard-Cache und einmal für den Cache mit den hochaufgelösten Daten. Und mit MapProxy 182 ist es so, dass man mit Tile-Sources jetzt mehrere Caches für einen Layer angeben kann. Und der wird beim WMTS dann als ein gesonderte Tile-Matrix-Set da angegeben. Clientseitig ist es so, dann, also jetzt spreche ich von auf JavaScript-Seite, wenn man eine Web-Anwendung hat, dann muss man da entsprechend natürlich dann auch auf die andere, auf das andere Kachelgitter umschwenken. Dafür gibt es in JavaScript über Window Device Pixel Ratio kann man herausfinden, ob das Display eine höhere Auflösung hat. Und also das obere, das funktioniert so für OpenLayers 2 oder Leaflet. Für OpenLayers 3 muss man noch diese Tile-Pixel-Ratio setzen. Und dann, das ist jetzt hier ein Beispiel, ich weiß nicht, ob man das auf der Leinwand gut erkennen kann. OpenStreetMap selber, die stellen jetzt keine hochaufgelösten Kacheln dar. Unsere Kartendienste, die man jetzt hier rechts sieht, auch auf OpenStreetMap-Basis, die werden jetzt für mobile Endgeräte mit einer höheren Auflösung dann dargestellt. Und genau, wenn man sich das auf der Folie anschaut oder live, dann erkennt man sehr deutlich da den Unterschied. Dazu nochmal ganz am Ende gibt es eine URL zu den Folien. Größere Bilder, das heißt, man braucht mehr Speicherplatz, mehr Bandbreite, ja, aber das kann man innerhalb von MapProxy ein bisschen umgehen, indem man für diese größeren Bilder extra Bildoptionen setzt. Dadurch, dass die wiederum kleiner dargestellt werden, kann man da auch, also da haben wir die Erfahrung gemacht, kann man das Ganze auch als JPEG ausliefern mit einer deutlich geringeren Qualität. Das fällt nicht auf und die Bilder sind trotzdem dann nicht deutlich größer als die Standardkacheln. Also, arbeiten mit bestehenden Kacheln. Man kann bestehende Kacheldienste einbinden. Das geht eigentlich schon immer mit MapProxy. Man gibt da als Typ dann Tile als Quelle an und dann entsprechend eine URL. Die URL selber ist sehr anpassbar. Es gibt da so ein, man kann da quasi, es ist wie ein Template, in dem man einzelne Variablen einsetzt. Geht nicht nur X, Y, Z, sondern für ArcGIS-Cache gibt es quasi extra Formatdefinitionen, die man da in der URL eintragen kann. Da muss man aber klar sagen, man muss die Nutzungsbedingung beachten. OpenStreetMap gestattet das nicht, dass man automatisierte Downloads betreibt. Google, Bing etc. gestatten sowas auch nicht. Bei den anderen Anbietern muss man im Detail klären, ob das gestattet ist. Wenn man aber eigene Dienste hat, eigene Kacheldienste, dann könnte man die so einbinden. Wenn man aber eigene Kacheldienste hat, kommt man eventuell auch selber an die Kacheldaten dran. Das heißt, man kann in MapProxy auch bestehende Kacheldatensätze einbinden, die man vielleicht mit einem anderen Tool erzeugt hat. Und wenn man nur diesen Kacheldatensatz hat, dann kann man hier die Source auch einfach leer lassen. Das heißt, er greift nur auf bestehende Kacheln zu und würde neue nicht quasi, man braucht den Server dann nicht, um neue anzufragen. Und auch hier ist das Format anpassbar. Das heißt, wenn man da einen ArcGIS-Cache hat, dann könnte man den so auch einbinden, indem man Direct-to-Layout dann auf ArcGIS setzt. MB-Tiles ist ein Dateiformat, um Kacheln als eine Datei auszutauschen. Mit Google To-Tiles oder Map-Tiler kann man solche Dateien erzeugen. Man kann die auch in QGIS zum Beispiel einbinden und auch in MapProxy. Und da nur ein Hinweis für die Praxis, da muss man darauf achten, dass man hier Global Mercator nimmt und nicht Web-Mercator, weil da die Zählweise von den Kacheln bei den MB-Tiles etwas anders ist. So, was kann ich dann mit den Kacheln machen? Kann das Ganze dann umprojizieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel Web-Mercator-Kacheln habe, kann ich die per WMS direkt auch in einer anderen Projektion anbieten. Ich sage meinem WMS, dass er eine bestimmte
Projektion unterstützt, in dem Fall jetzt UTM-32, erstelle mir einen Layer mit genau dieser Quelle, muss dann den Dienst noch beschränken. Ich muss ihm sagen, okay, WebMercator ist global, hat die komplette Welt als Ausdehnung. UTM ist aber nur lokal definiert. Deshalb muss ich an irgendeiner Stelle sagen, MapProxy sagen, okay, für die Umtransformierung mach das bitte nur innerhalb von dieser Bounding Box. Das kann ich pro Quelle definieren. Seit MapProxy 1.7 ist es aber auch möglich, dass man das global für den kompletten Dienst macht. Und alle Layer, wenn höchstens auf diese Bounding Box, die man dort definiert hat, dann beschränkt. Und das sind dann auch die Bounding Boxen, die dann in den Capabilities landen. Und dann kann ich Anfragen, WMS-Anfragen, jetzt in dem Beispiel in UTM-32 stellen und im Hintergrund würde er auf die Kacheln in WebMercator zugreifen. Ich kann diese unprojizierten Daten, die kann ich auch in einem Cache speichern. Dafür muss ich mir ein Kachelgitter erzeugen, was mein Zielkoordinatensystem entsprechen soll. In dem Fall jetzt auch wieder UTM-32. Ich erzeuge dann einen zweiten Cache. Also ich habe hier ganz oben einmal den Eingangscache, das heißt, das ist meine Datenquelle, die in WebMercator ist. Habe dann zusätzlich einen Cache, der mein UTM-32-Kachelgitter hat. Und dieser Cache greift auf den anderen Cache drauf zu. Und wenn ich dann Anfragen stelle, bekomme ich in zwei Ordnern jeweils die Kacheln, einmal in der einen Projektion, einmal in einer anderen Projektion. Und wenn ich eigentlich nur die Daten in UTM-32 haben möchte, kann ich dem Eingangscache auch sagen, dass das dauerhafte Speichern deaktiviert werden soll. Und dann habe ich auf der Festplatte tatsächlich nur einen Cache. Was man da berücksichtigen muss, das Umprojizieren ist immer mit Qualitätseinbußen versehen, insbesondere wenn man unterschiedliche Auflösungsstufen hat, wenn man insbesondere von oder nach WGS 84, also EPSG 4326 transformiert und insbesondere bei Beschriftung. Also wenn man Luftbilder hat, da fällt das nicht auf, aber wenn man jetzt so eine OpenStreetMap-Karte zum Beispiel hat, dann fällt das schon sehr deutlich auf. Und etwas bessere Ergebnisse kann man erzielen, indem man da mit der Resampling-Methode innerhalb von MapProxy arbeitet, B-Cubic zum Beispiel verwendet. Beste Ergebnisse erzielt man aber nur, wenn man die ursprünglichen Daten in der auch in den Zielprojektionen auch einbindet. So, kommen wir jetzt zur nachträglichen Bildbearbeitung. In der Praxis kommt das manchmal vor, dass man Kartendienste einbinden möchte, die nicht transparent sind. Die haben irgendwie einen weißen Hintergrund. In dem Beispiel jetzt hier ist es ein bisschen beige und man möchte die aber überlagern. Man möchte die irgendwie über ein Luftbild legen, aber ja, der Quelldienst liefert keine Transparenz. Da ist es so, dass man in MapProxy Transparent Color setzen kann. Das heißt, man gibt hier einen Farbwert an von einer Farbe, die man ausgeblendet haben möchte. Und MapProxy tauscht quasi diesen Farbwert dann gegen Transparenz aus. Und über eine Toleranz kann man auch noch quasi ähnliche Farben auch austauschen, falls der Hintergrundfarbwert nicht immer genau einen genauen Farbwert hat. Dann gibt es noch die Decorate Image API, ist eher ein bisschen unbekannt. Damit kann man Wasserzeichen und Logos nachträglich in das Bild einbinden, was quasi MapProxy ausliefert. Und zwar ist es so, dass diese API, darüber kann man eine eigene Funktion schreiben und MapProxy ruft diese Funktion für jede Antwort aus und dort hat man Zugriff auf die Python Image Library und das ist jetzt hier so ein Beispiel, das ist quasi eine Funktion, da wird das Bild von MapProxy geholt, es wird ein Zeichenobjekt erzeugt, hier wird eine Schriftart geladen und wird quasi an einer bestimmten Stelle einfach ein Text beschriftet und das Bild wird wieder zurückgeliefert. Und was MapProxy mit dieser Funktion dann macht, es ist einfach,
bei jeder Antwort schreibt er jetzt da so ein Hello rein. Und da kann man natürlich auch ein dezentes Wasserzeichen machen, ein Logo, was jetzt irgendwie immer nur unten rechts dargestellt wird, etc. Und man kann diese Antworten auch sehr einfach abhängig machen von der Anfrage. Man hat Zugriff auf den Anfragetyp, ob das jetzt eine WMS-Anfrage ist, auf die Ausdehnung, also die Bounding Box, aber auch auf die angefragten Layer, Client, IP-Adresse etc. Und hier jetzt ein bisschen erweitert, hier wird geguckt, ob der Layer jetzt, also ob OSM mit angefragt wurde als Layer. Und dann kann man aber sagen, gut, dann gebe ich jetzt hier einfach eine andere Nachricht an als in dem Fall. Nächste Funktion, die ist jetzt, kommt jetzt mit MapProxy 1.9. 1.9 ist noch nicht released. Es wird jetzt, ja, ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Wochen rauskommen. Kanalkombination, eigentlich ja, sehr schönes neues Feature. Bisher war es so, dass man pro Cache eine Quelle angeben kann. Und mit der neuen Version wird es so sein, dass man auch pro Kanal eine Quelle angeben kann. Und zeigt das genau hier mal. Hier sieht man so, dass für diesen Color Cache habe ich drei Quellen für den roten, grünen und blauen Kanal. Und ich greife da auf eine Quelle zu, WMS Source, und habe hier jetzt die Farbkanäle vertauscht. Was ich dann erhalte, ist ein Bild, genau, was jetzt komplett andere Farben hat. Das ist jetzt noch nicht so sinnvoll. Sinnvoll wird es dann, wenn ich Falschfarbenbilder zum Beispiel erzeugen möchte. Ich habe auf der linken Seite habe ich ist kein Graustufenbild, das ist ein Infrarotbild, und auf der rechten Seite habe ich ein Farbluftbild. Und ich kann dadurch, dass ich hier für den roten Kanal Infrarot benutze, kann ich einfach ein Falschfarbenbild erzeugen. Und ja, wer sich da in der Fernerkundung auskennt, der weiß, dass sowas ganz nützlich ist. Und genau, und für sowas muss ich nicht extra einen neuen Cache erzeugen, sondern kann da das Ganze dann dynamisch machen. Ich kann Graustufenbilder erzeugen, indem ich pro Kanal, in dem Fall ist es L für Luminance, das heißt, wenn ich nur ein Graustufenbild haben will, kann ich auch mehrere Quellen angeben. Und man gibt dann über einen Faktor an, welcher Kanal welchen Anteil haben soll. Und so erzeugt man dann ein Graustufenbild. Man kann das Ganze auch ohne dauerhaftes Caching machen. Das heißt, man spart sich da dann den Speicherplatz für diese Graustufenvariante. Absicherung von Diensten, noch ganz kurz. Ähnlich wie die Decorate Image API, auch man schreibt eigene Funktionen, mit denen man entscheidet, also mit denen man Benutzer erkennt und bestimmt, was welcher Benutzer darf. Und MapProxy setzt die Berechtigung dann um. Das sieht quasi so aus, dass man eine Funktion hat, die man selber schreibt, und dann kann man auch wieder erkennen, okay, es wurde jetzt hier der Tile-Only-Layer angefragt und ich überprüfe, welcher Dienst das ist. Und wenn das jetzt nicht WMTS ist, dann sage ich einfach Authorized None und dann wird verhindert, dass diese eine Layer ausgeliefert wird. Das Ganze kann man auch immer noch weiter ausdehnen, dass man Benutzer erkennt. Dadurch, dass das Python ist, kann man hier auch auf externe Bibliotheken zugreifen. Das ist jetzt hier eine Funktion von der Shapely-Bibliothek. Da bilde ich einfach einen Puffer drumherum und sage, gut, dieser eine Layer für den Nutzer, der darf innerhalb von diesem Bereich drauf zugreifen. Es funktioniert auch mit komplexen Geometrien und auch sehr schnell. Und dadurch, dass man da die Funktion in Python schreibt, ist man da ja sehr flexibel. Und es funktioniert auch für Kacheldienste. Da kann ich noch auf meinen Vortrag von 2013 verweisen. Da gehe ich im Detail auf diese Funktionen ein. Zum Schluss dann noch effizientes Seeding. Seeding, also das Vorgenerieren von den Kacheln. Da ist es so, dass man in der Regel sich so eine Konfiguration schreibt, sagt, okay, ich möchte diese OSM-Daten bis zu Level 11 seeden. Jeder, der mit MapProxy sicherlich gearbeitet hat, der kennt das. Was vielleicht einige nicht kennen, ist, dass es MapProxy-Util-Grids gibt, ein Tool, was die Kachel-Konfiguration etwas besser darstellt. Was wir dann nämlich sehen, ist, dass man hier sieht, in Zoom Level 11, wie viele Kacheln denn in diesem kompletten Kachelgitter drin sind.
Und dann sieht man, okay, Zoom Level 11 wären 4 Millionen. Und der eine oder andere wird sicherlich auch wissen, dass man diese Seedings mit einem Coverage einschränken kann. Das wäre jetzt hier ein einfaches Beispiel, wo ich einfach eine Bounding Box definiere von Deutschland. Sage dann, dieses Seed soll nur Deutschland, also dieses Coverage berücksichtigen. Und dann kann ich diesen Webproxy Util Grids angeben, okay, zeig mir dieses Gitter nochmal aus der Perspektive von dieser Germany Bounding Box Coverage an, aus dieser Konfiguration. Ich sehe dann, okay, die Überschneidung von dieser Bounding Box zu dem kompletten Kachelgitter, das sind ungefähr nur 54%, und ich sehe dann schon hier hinten, okay, dann habe ich statt 4 Millionen Kacheln nur noch 2,3 Millionen. Und reicht eine Bounding Box? In der Regel nicht. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er ein Seeding starten möchte, dass er sich anschaut, okay, komme ich vielleicht irgendwie an einem auch recht groben Polygon von meinem Gebiet, was ich tatsächlich seeden möchte. Weil dann könnte ich nämlich dieses Polygon als GeoJSON zum Beispiel laden oder auch aus einer beliebigen OGR-Datenquelle als Shapefile. Hier jetzt noch mit einem Filter kann ich arbeiten. Und auch das zeigt mir dieses MapProxyUtilGrids an. Hier jetzt mit dem tatsächlichen Polygon bin ich nur noch bei 23%. Und dann habe ich statt meinen 4 Millionen Kacheln, die ich für Level 11 seede, bin ich ja nur noch unter einer Million Kacheln. Und das empfehle ich eigentlich jedem, der irgendwie ein Seeding starten möchte, da tatsächlich mit Coverages zu arbeiten und dieses Tool zu nutzen, um zu erkennen, okay, wie viel spare ich denn da? Dann, wenn ich Änderungen habe, wie gesagt, das wissen einige auch nicht. Ich habe es ja gesagt, man kann beliebige OGR-Datenquellen angeben. Und das heißt, ich kann auch zum Beispiel eine PostGIS-Datenbank angeben. Und ich kann bei diesen WHERE-Filtern natürlich auch zum Beispiel ein Feld überprüfen, wo ich mir die Daten hole, die sich jetzt im letzten Tag geändert habe. Und wenn das jetzt irgendwelche Punkt- oder Liniengeometrien sind, kann ich mir natürlich da auch einen Puffer drum bilden. Und dann habe ich auch wieder meine Änderungsbereiche, die ich dann für Neu-Seeding verwenden kann. Und da ist es so, MapProxy optimiert die Geometrien und fasst sie auch zusammen. Also wenn man aus der Datenbank überlappende Bereiche bekommt, dann werden die nicht mehrfach geseedet. Das übernimmt MapProxy an der Stelle. Genau, kurz zusammenfassen nochmal, was habe ich quasi erzählt? Mobile Anwendung mit MapProxy, Retina-Kacheln quasi, sind da möglich. Man kann mit bestehenden Kacheln sehr gut arbeiten, nachträgliche Bildbearbeitung, einige Funktionen, insbesondere Kanalkombination, was jetzt mit der nächsten Version rauskommt, Absicherung von Diensten ist möglich und ja, effizientes Seeding rate ich jedem, sich mit den Coverages zu beschäftigen. Und der URL finden Sie die Folien nochmal und damit bin ich dann am Ende meines Vortrages. Vielen Dank. Danke, somit bleiben uns noch ein paar Minuten für Fragen. Bitte schön. Ja, dann muss ich holen. Du hattest anfangs dargestellt, dass... Achso, das kann ich auch so dann machen. Du hattest anfangs dargestellt, dass der MapProxy auch andere woanders erzeugte Caches mit einbinden kann und die nutzen kann. Hattest aber hauptsächlich teilbasierte gezeigt, beziehungsweise MB-Tiles. Kann der auch Berkeley-Datenbank, die zum Beispiel von MapCache erzeugt wird, also Map-Server-MapCache? Nee, das Format wird nicht unterstützt. Also es wird, wir unterstützen SQLite basiert, also MB-Tiles und sonst eigentlich nur dateisystembasierte